My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. Hallo Leute, es ist 50. Folgetime und ich habe euch hier was mitgebracht. Was ist denn das? Ein Putenfilet. Das schneiden wir mal von der Seite rein und machen ein schönes Täschchen raus. Seht das, Freunde? Für die Girls eine nette Handtasche aus Fleisch. Für die Boys was Leckeres zu essen. Und dazu lunsen wir noch ganz schnell hier Zwiebelpulver, Pfeffer, Salz, Chiliflocken drauf. So, Scheibe Kochschinken unten drunter, Käse oben drauf. Ein bisschen Kochschinken oben drüber, ein bisschen rollen. Und dann schieben wir das mal in das Täschchen. Nun, Freunde, es ist 50 Folgetime. Und dazu habe ich natürlich ein bisschen Serrano-Schinken dabei. Der dient eigentlich nur als natürliches Klebeband, was ich hier rumwickel. Denn das Gerät soll auch zusammenhalten. Oh ja, oh, ein schönes Täschchen. Da lunse ich mir noch ein bisschen was drum gewickelt. Ja, ruckzuck, komm Leute, ein bisschen schneller hier, genau so, zack. Und Number One ist fertig, ich wickel nochmal einen Sicherheitsfaden drum. Zack, geschnitten hier, die anderen vier Stück sind fertig. Vier Filets, Putenfilets. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kilo Rinderbraten. Da schneide ich mal schön. Oben fängt man an, eine schöne Schicht. Und dann wandert man wieder runter, ohne durchzuschneiden. Wie so eine Schnecke aushöhlen. Oh ja. Bis man einen schönen, langen, schmalen Fleischfaden hat. Wie man den hier sieht. So, dann breite ich den noch ein bisschen auseinander. Salz oben drauf, genau. Pfeffer. Pfeffer nicht vergessen. Salz, wieder Pfeffer. So, jetzt legen wir das Ding auch mal wieder in den Kühlschrank zu unseren Putenbrustfilets. Und Freunde, ihr wisst, was kommt. Ein Netz aus Glück. Es nennt sich das Bacon-Netzwerk, Freunde. Genau. Denn damit kann man viele Freunde fangen, mit diesem Netzwerk. So. Immer schön in eine Reihe legen, die Dinger. Jeden zweiten umklappen, querbalken, wieder überklappen. Und genau wieder quer und wieder überlappen. Es geht immer so weiter, bis das ganze Netz vollgewämst ist. Wir haben eine Menge Bacon gehabt, eine Menge Freunde. So viel wie ihr meint, dass das richtig ist für eure Rolle demnächst. So, das musste ungefähr 20 Packungen gewesen sein. Aber hey, Johnny ballert alles weg. Und hier kommt nochmal was. Schöne Aufnahme, schön mit Grillshow-Brett da im Bild. Super. Jetzt lohnen wir noch was rein hier. Genau, das ist mein Fleischkunstwerk, Freunde. Oh, genau, das habt ihr vermisst. Johnnys Gestöhne bei Fleisch. So, und nun, jawohl, ist das Netzwerk fertig? Jawohl. Was kommt denn wohl jetzt? Was kommt denn wohl jetzt? Natürlich, ein bisschen Paprikapulver, jawohl. Pfeffer natürlich nicht vergessen. So, jetzt haben wir halb und halb Hackfleisch hier, natürlich. Das ist eine große Packung, nämlich ein Kilo gehacktes. Halb und halb dünn aufgetragen hier für euch. Sehr gut, seht ihr das? Das ist eine schöne kleine Grundlage hier. Oben lasse ich noch eine kleine Stufe frei, damit ich das nachher umklappen kann. Er soll ja auch halten. Bacon auf Bacon hält halt besser als Hack auf Bacon. Und hier, von meinem Berliner Kumpel, Folge davor, haben wir natürlich so ein paar Chipotle-Chili-Gewürz von Volker. Drauf lunsen, jawohl. Perfekt. Und jetzt hier kommt unser Rinderfleisch. Das sieht gut aus. Haben wir eben drapiert, ihr habt es gesehen, das wird ja schön ein bisschen platt gedrückt, als kleine Grundlage hier. Dann nenne ich, das ist Johnnys All-In-Rolle. Alles, was ihr bisher gesehen habt,
ist hier drin. Fast alles. Und hier, ihr könnt euch noch erinnern an unsere gefüllten Putenbrustfilets, ne? Immer schön mit Käsemantel, der gute Cheddar, ne? Richtig, da ist noch was da. Das Mantel. Und hier, wir haben noch ein Schweinefiletstück, ein leckeres Stück, oh ja. Pfeffer und Salzen nicht vergessen. Das wird einfach die Bonus-Roll hier. Die legen wir einfach davor. Ja, genau so wird's gemacht. Guckt schön zu. Wie versprochen, kein Obst und Gemüse drin. Nur Käse und Fleisch. Und der Käse ist relativ wenig im Gegensatz zum Fleisch. Schön zulappen, das Ding hier, jawohl. Und jetzt kommt das Schwierigste. Ich habe das ganze Ding auf Backpapier gelegt. Ihr seht warum. Man kann es besser rumlunzen. So, und nun eine Hand davor, warte, Moment, hier nochmal ziehen hier, genau, ein bisschen dran drücken. Und warte, jetzt kommt's, warte, mit dem Drücken, zacki. Hey, wenn das mal nicht geklappt hat, Freunde. Ist das eine Roll? Hier, die kleben noch ein bisschen dran, aber, Surprise, Freunde. Das ist mal eine Hülle. Sieht das nicht geil aus, Freunde? Jawohl. So, jetzt haben wir hier vorne was überstehen. Das stecken wir dann noch rein. Und jetzt können wir hier den Bacon so dran drücken. Guckt mal, Freunde. Das ist meine Rolle. Jawohl. Das sieht nach Johnny's All-In-Roll aus. Genau. XXL, Freunde. Und nun, ich habe hier so eine. Naja, das ist eigentlich von meinem Smokenator, das Schild. Das habe ich ein bisschen mit Alufolie abgeklebt. Ein bisschen als Hitzeschild, ne? Nämlich die Roll soll keine direkte Hitze abkriegen, ne? Da kann sich jeder selber was bauen. Der Grill ist halt einfach zu klein für die Big Roll. Deswegen musste ich mir sowas bauen. Kohle hintergießen hier, genau. Schön hinterschutten. Richtig, hier, da fehlt auch noch was. Perfekt. Jawohl. So, jetzt sehe ich hier, hat sich ein bisschen gestapelt. Der Johnnys Zange kommt dann zum Einsatz. Hier die Kohle ein bisschen positioniert. Nämlich da soll das Gitter hin. Ich habe noch ein paar Räucherchips geholt. Die guten natürlich. Nämlich die Hickory Räucherchips. Ja, genau, überall reinlunsen damit. Und jetzt, ihr habt es ja eben schon gesehen. Das ist die Big Fucking Roll. Oh ja. Deckel drauf. Und räuchern lassen. Lasst es ordentlich qualmen, Freunde. Wie man es hier sieht. Oh. Das gibt schön Geschmack ab. Optimal. Ich schmeiß den Lappen weg und jetzt warte ich erstmal. 2 Stündchen. Dann sieht das Gerät so aus. Und jetzt muss gepinselt werden. Ganz genau. Barbecue-Soße nach deiner Wahl draufballern. Schön einfeuchten das Gerät. Das sieht gut aus. Oh ja, Freunde. Das ist genau. Hey, meine Praktikantin hier. Gerade 80 geworden. Extra für euch die Daumen hochgehalten. Keine Negativsprüche will ich hören, ja? Also, ich lohn's hier ein bisschen. Drauf. Gegen mich könnte er alles abfeuern, aber nicht gegen meine Omi. Und Deckel drauf und Freunde, das habe ich extra für euch gebaut in den Grasen hier. Eine verdammte 50 für die 50. Folge, Freunde. Ihr wollt immer mal sehen, wo ich hier in den USA wohne, ne? Da kommt's, Freunde. El Paso, Texas. Ja, genießt den Ausblick. So sieht's halt drüben in den USA aus. Ganz klar. Und nun, nach natürlich wieder einem Stündchen, anderthalb, sieht das ganze Maschinchen so aus. Ich pinsel nochmal drauf hier für die letzte halbe Stunde, wo ich es unterm Deckel lasse. Nämlich die Barbecue-Soße darf nicht fehlen. Kann er nicht vergessen, Schlückchen Bier gehört immer dazu, ne? Und nun, nach 4 Stunden sieht die Maschine so aus. Einfach nur geil, Freunde. So. Und nun, ich schneide das Kunstwerk mal an. Freunde,
es schmeckt besser, als es aussieht. Aber das ist einfach die Oren Raw. Oben das Rind, links die Pute, unten das Matt. Und dann gibt's auch noch ein bisschen Speck drumrum. Und das Schinkenfilet, Schweinefilet. Also Freunde, danke für die 50. Folge. Ballert's euch rein, Boys und Girls. Und hier noch so ein paar kleine Best-ofs aus früheren Zeiten. Die Schnitzel-Spargelrolle, auch sehr lecker. Oder das Schweinefilet-Röllchen hier. Also Freunde, knallt's euch rein, drückt drauf und bleibt dran. Demnächst kommt nämlich eine richtig geile neue Folge. Nur für euch. Von eurem Johnny und er bleibt dran.